Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich möchte euch heute einmal den gesamten Baufortschritt zeigen und explizit geht es darum, euch die Rahmenkonstruktionsweise einmal näher zu bringen und wie ich die Versteifung des Rahmens noch gemacht habe. Und von daher geht es direkt los. Ihr seht hier einmal den gesamten Baufortschritt, wie weit ich gerade bin. Wir haben auch schon die Schiebetür fürs Badezimmer jetzt drin. So, und jetzt geht es aber in dem Video hier um den Rahmen. Die Schiebetür zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Und die Rahmen wurden eben hier einmal mit den Winkeln verschraubt auf beiden Seiten. Und dann eben auch nochmal zwischendrin auch nochmal verstärkt, jeweils immer eine Latte nochmal quergesetzt, um das Ganze zu versteifen. Und bei den Fenstern natürlich genau auf Maß, damit das Fenster reinpasst. Die haben wir auch schon reingesetzt, die beiden Fenster und die eine Tür, die jetzt hier noch zu sehen ist, genau. Ja, dann gehen wir einmal hoch zum Dach. Dort sieht das folgendermaßen aus. Wir brauchen eine kleine Einkerbung für die Dachrinne nachher, weil die dann eben auch noch drauf kommt. Die haben wir hier gemacht. Das sind 3 cm geht es rein und 4 cm, 4,8 haben wir nach oben hin. Und auch da wieder jeweils immer einen Winkel gesetzt. Genau. Zudem haben wir die Dachbalken eingefasst. Das sieht man jetzt hier ganz gut, dass wir dort eben eine kleine Einkerbung haben. Damit sind sie eingefasst und passen genau rauf. Zudem ist natürlich in dieser Einfassung, die geht natürlich ein wenig schräg, dadurch, dass wir hier eine Steigung von 6% haben. Und damit das alles genau aufliegt und nicht auf einer Kante, wurden die 6% eben hier mit den Balken auch angesägt. Ja, das ist der derzeitige Stand. Hier haben wir das große Fenster, das ist auch schon drin. Bei den Fenstern wurden jetzt auch noch und bei den Türen wurde noch ein kleiner Spalt gelassen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier nochmal einen 1 cm Luft gelassen, der raussteht quasi. Und da soll ja dann die Holzweichfaserplatte rauf. Und dann kommt ja das Außenfassadenholz. Das wäre es dann soweit. Somit haben wir die komplette Rahmenbauweise jetzt hinter uns. Der komplette Rahmen steht. Richtfest wäre jetzt eigentlich. Habe ich aber noch eine Woche später angesetzt. Von daher, sind wir dann schon ein bisschen weiter nachher. Das macht aber auch nichts. Bis dahin, euer Dennis.